Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und falls du Anatomie lernen solltest, bleib auf jeden Fall dran, denn in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit einer Lerntechnik dir zum Beispiel anatomische Strukturen wie das äußere Ohr dir schnell, einfach und langfristig einprägen kannst. Okay, fangen wir gleich an. Du kennst vielleicht schon andere Videos, wo ich eine ähnliche Lerntechnik verwendet habe, nennt sie auch Schlüsselwortmethode, indem man einfach die Fachbegriffe in Bilder umwandelt und diese Bilder dann ja nutzt, indem man sich damit eine Geschichte, eine lustige, verrückte Geschichte überlegt oder in unserem Fall, indem wir diese Bilder direkt an den anatomischen Strukturen verknüpfen. In unserem Fall mit dem Ohr, ich werde dir das Ohr auch einblenden, damit du nachvollziehen kannst, welche Strukturen ich gerade anspreche und wir uns merken möchten. Okay, fangen wir gleich an. Helix ist das Äußere am Ohr. Jetzt kannst du überlegen, Helix klingt vielleicht wie Heli, wie ein Helikopter. Und könntest dir vielleicht vorstellen, wie ein Helikopter dir das äußere Ohr irgendwie abschlägt mit den Propellern. Es tut irgendwie weh, weil dieser Helikopter dir immer hier ans äußere Ohr schlägt. So kannst du dir merken, mit dem Helikopter merken wir uns Helix. Also Helikopter wie Helix. Genau, dann als zweite Struktur gegenüber, deswegen auch Antihelix, nennt man die innere Struktur vom Ohr. Welche genau ist, das blende ich dir wie gesagt da ein. Du kannst dir das einfach so herleiten. Anti heißt irgendwie gegen oder gegenüberliegend, dass du es dir so herleitest. Oder du könntest auch sagen, Anti klingt vielleicht wie Antilope. Du stellst dir jetzt den Helikopter vor, wie der von der Antilope gesteuert wird und die auch hier den inneren Teil von diesem Ohr dir irgendwie abschlägt und es da auch wehtut und die roten Blätter vielleicht drin stecken bleiben und so weiter. Je verrückter, je lustiger, skurriler du dir das auch wirklich vorstellst mit den Emotionen, umso besser ist es. Aber das hast du bestimmt schon in anderen Videos ja zuhauf von mir gehört, aber weil es eben so wichtig ist, um sich die Sachen eben gut und langfristig einprägen zu können. Okay, dann geht's weiter mit der Fossa triangularis. Fossa klingt wie Fass, triangularis, wie eine Triangel. Und du könntest dir vorstellen, wie hier oben in der Mulde oder in der Kuhle ein Fass herumrollt und das irgendwie ganz laut und vielleicht ja sehr unangenehm fürs Ohr immer so eine Triangel sehr hoch und schrill klingt. Und so kannst du dir einprägen, Fossa, dafür haben wir uns das Fass gemerkt, also das Fass für Fossa und die Triangel für triangularis. Fossa triangularis. Dann geht's weiter mit dem äußeren Gehörgang. Meatus acousticus externus. Auch hier wieder, wenn du Fachbegriffe hast, die sich aus mehreren Teilen zusammensetzen, kannst du dir für jedes Teil ein Bild oder einen Begriff überlegen. Wenn du nur ein Bild hernimmst und das reicht, um auf den ganzen Fachbegriff zu kommen, ist es auch okay. In dem Fall gehen wir mal davon aus, dass du noch gar keine große Ahnung hast und wirklich dir jeden einzelnen Teil von diesem Fachbegriff einprägen möchtest. Also wandelst du jeden Teil von diesem Fachbegriff in Bild um und verknüpfst es auch in der Geschichte eben mit dem Ort, wo du dir es einprägen möchtest. Okay, du kannst mal selbst überlegen, Meatus acousticus externus, ob dir zu diesen einzelnen Fachbegriffteilen quasi irgendwas einfällt, irgendein Bild, irgendein Begriff. Du siehst schon, wir gehen immer phonetisch vor, sprich, ich schaue, nach was klingt der Begriff oder an was erinnert mich der Begriff und dieses Bild nehme ich dann. Okay, Meatus ist ja M-E-A-T geschrieben wie Meat aus dem Englischen. Könntest du dir vielleicht schon mal irgendwas Fleischiges vorstellen, vielleicht ein Steak, ein Stück Fleisch. Dann geht es ja weiter, Meatus acousticus. Jetzt könntest du dir eine Akustikgitarre vorstellen oder einen Radio, wo Akustiktöne rauskommen. Bleiben wir mal bei der akustischen Gitarre. Und externus, da haben wir immer einen externen, auch in unseren Videos, in unserem Lernpaket und so weiter, verwenden wir immer für die gleichen Begrifflichkeiten oder Teile von Begriffen immer die gleichen Bilder. Und externus ist bei uns immer ein externer, also ein außerirdischer. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie jemand vielleicht mit einem Stück Fleisch eine Akustikgitarre spielt und wer spielt diese Gitarre? Ein Externer und es klingt so schief mit diesem Stück Fleisch, mit dieser Akustikgitarre, dass du vielleicht einen Tinnitus im Gehörgang bekommst und es steckt da drinnen und du denkst dir, bitte hör auf. Also mit diesem Meat, also dem Fleisch, der Akustikgitarre und dem Externen kannst du dir eben merken, dass es um den Meat, Meatus, die Akustikgitarre, Acousticus und der Externe, der Außerirdische für Externus, Meatus, Acousticus externus. Dann dieses kleine Teilchen hier am inneren Ohr nennt sich Tragus und dafür könntest du dir vielleicht eine Trage, eine Art Liege vorstellen. Vielleicht läuft da jemand mit der Trage aus deinem Ohr und er stolpert und fällt irgendwie mit der Trage
dahin und ja, bricht sich vielleicht hier den Tragus ab, weil eben die Liege da hängen bleibt. Also mit der Trage an diesem Ohr, an dieser Stelle, wo wir hängen bleiben, kannst du dir merken, die Trage steht für Tragus. Und auch in dem Fall ist es so, es gibt wieder das Gegenstück dazu, das gegenüberliegende am Ohr. Ich blende es dir auch ein, dann siehst du es genauer, um welche Struktur es sich wirklich handelt. Heißt Antitragus, entweder du merkst dir das einfach so, weil es eben gegenüber liegt, oder du könntest dir wieder vorstellen, die Trage, weil es ja Antitragus heißt und für Anti wieder, wie vorhin schon, immer die gleichen Begriffe oder Bilder für die gleichen ja, Fachtermini hernehmen, die Antilope. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, hier drüben ist das Ohr schon stabiler und hier liegt quasi die Antilope auf der Trage und weil die Trage runterfällt, weil die Antilope so schwer ist, ja, ist es hier vielleicht auch laut und es scheppert, weil die Trage mitsamt der Antilope runterkracht und zum Glück hier auf dem Antitragus zum Liegen bleibt. Okay, die Antilope mit Trage für Antilope für Anti und die Trage für Tragus. Antitragus. Und so, das waren jetzt noch nicht alle Details, das würde jetzt im Rahmen von diesem Video sprengen. Kannst dir mal selbst überlegen, gibt dir noch andere Strukturen, welche Bilder du dir dazu überlegen würdest und wie du die an diesen entsprechenden Strukturen ja, verknüpfen und dir somit merken könntest. Kannst du nochmal überlegen, wie heißt jetzt nochmal der äußere Teil vom Ohr? Kannst du überlegen, was haben wir uns gemerkt? Genau, wer hat uns da das Ohr abgeschlagen? Der Helikopter für Helix. Helikopter Helix. Genau. Und so kannst du mal selbst jetzt das Video kurz anhalten oder nach dem Video nochmal überlegen, okay, was habe ich mir wie gemerkt? Und du wirst sehen, du hast es dir, wenn du dir das auch gut visualisierst und wirklich auch vor deinem inneren Auge vorgestellt hast, wirst du es wahrscheinlich nie wieder oder auf jeden Fall nicht mehr so schnell vergessen. Falls es funktioniert hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere auf jeden Fall auch einen Kanal, gerne Glöckchen aktivieren, dann ja, verpasst du, wie du wahrscheinlich weißt, kein Video mehr. Würde mich freuen, du würdest uns damit unterstützen, mir einen Gefallen tun. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, auch beim Ausprobieren von dieser Lerntechnik an anderen Themen. Kannst du auch bei anderen Sachen, bei anderen Körperstrukturen anwenden, dass du einfach die Fachbegriffe im Bild umwandelst und dieses Bild dann in Form von einer lustigen Geschichte, kleinen Szene, an dem eigentlichen Körperteil oder an der Abbildung quasi ja, verknüpfst und dir daraus Lustiges auslegst. Okay, in diesem Sinne, viel Spaß beim Lernen von Anatomie und wenn du sonst Feedback, Themenvorschläge hast für weitere Videos und so weiter, schreib es gerne in die Kommentare und dann freue ich mich, dich im nächsten Video ja, wieder beim Lernen unterstützen zu dürfen. Mach's gut, bis dahin, ciao.